Willkommen zurück, meine Lieben. Hier ist euer M3D bei 7 Days to Die. Und natürlich finde ich wieder massenhaft Federn, weißt du? Federn finde ich immer übertrieben viel. Aber wahrscheinlich jeder. Na komm, geh drauf. Sehr gut. Meint ihr, das ist verstrahltes Gebiet oder das ist einfach nur kaputtes Gebiet? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe keinen Bock zu sterben. Oh, hier ist Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Brauchen wir aber nicht wirklich. Aber es ist gut zu wissen, dass hier Wasser wäre, ne? Es kann halt auch da immer was zum Essen sein, aber die Frage ist, wo? Wo, wo, wo? Oh, ich glaube, das ist verstrahltes Gebiet, oder? Ich habe keine Ahnung, ich habe gerade ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass ich jetzt hier verrecke. Oder der hat echt alle die Shader so ein bisschen angepasst. Aha, hier hätten wir wieder so ein Fleischi. Mist. Mist, 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 Mist. Was ist das denn? Ach genau, das muss ich ja auch noch lernen. Hab ich auch vergessen. Machen wir mal grad. Und, was ist es? Kennen wir schon, okay. Gucken wir nochmal das an. Kennen wir auch schon, alles klar. Dann wollen wir nochmal hoffen, dass wir irgendwo was zum Essen finden. Essen, Essen, Essen. Also etwas, was die Zombies im besten Falle nicht riechen. Also Dosen für Kram. Oder wir müssen gucken, dass wir mehr von diesen fetten Zombies töten. Aber hier sind ziemlich viele von diesen Drohnen, ja? Ah, Hundefutter, verdammt. Aber okay. Man darf aktuell nicht wählerisch sein, deswegen nehme ich es jetzt einfach mal mit. Aber wer macht Dosenfutter, also Hundefutter, in so eine Kühltruhe rein? Das würde mich mal eher interessieren. Wer da so hohl war. Oh, hier sind meistens. Komischerweise sind hier meistens Pistolen drin, ne? Warum auch immer. Aber in dem Fall war jetzt leider nichts drin, ne? So, hier ist noch ein. Ja, ei. Wäre eine Möglichkeit, aber ich erhoffe mir lieber was Besseres. Weil man hier so viele Hütten sind. Und an jeder Hütte steht ja fast so ein Ding schon rum. So ein. Wie heißen die Dinger? Eine Tiefkühltruhe. Ein Minenhelm, das ist mal was Tolles. Das ist doch mal toll. Machen wir diese Bären hier weg. Habe ich schon einen Helm auf? Ja. Der hat 30, 50, 30, 40, 15. Ja, komm. Abgang. So, viel besser. Viel, viel besser. Aber trotzdem bin ich schon. Aber das ist jetzt verstrahlt, oder? Nee. Auch nicht verstrahlt. Na gut. Eben gerade bin ich so schockiert gewesen, weil ich dachte, oh, ich laufe da gerade voll rein. Aber es ist schon wieder total sicher. Seltsamerweise wohlgemerkt. Moment, ich muss noch mal so ein Ding trinken. Oh, eine Wespe, guck mal hier. Aber die ist schön weit weg, die wird uns wohl so schnell nicht sehen. Was ich gut finde. Mist. Ach, Spiel, 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 Spiel. Warum bist du nur so gemein zu mir? Muss man echt mal einfach mal sagen. Okay, die Nacht kriegen wir rum, aber was machen wir am nächsten Tag, wenn wir schon hier alles in der Nähe abgegrast haben? Ja, hier ist dieser Hase halt, ne, wie ich halt gesagt habe. Den man halt sich auch organisieren könnte. Gammeltes das Fleisch braucht kein Mensch. Ja, in dieser trostlosen Gegend was Gutes zum Essen zu finden, wird wohl ein größerer Kampf, als ich gedacht hätte. Wie sieht's denn da hinten aus? Sieht nach einem recht großen Gebäude aus, oder? Da sind es einfach nur Ruinen. Scheiße, ein Kotzer, das ist nicht gut. Das sieht aus wie ein verbranntes Haus, oder was könnte das hier sein? Ach, das sind Häuserruinen, einfach nur so. Aha, okay. Okay. Aber hier sind Autos. Autos, das ist gut. Ich meine, finde ich zwar kein Essen drin, aber wenigstens so ein Reparaturkit. Och nee, komm, komm, mach weg. Schnell. Ha. Huhuhu. Was ist hier? Nichts. Okay. Hier sind nur kaputte Autos gerade. Oh, das Gebäude hinten ist doch noch ganz, oder? Ja, es sieht ganz aus. Oder ist es dieses Kino? Wenn es das Kino ist, haben wir die Arschkarte gezogen, weil das bringt uns gar nichts. Oh Mann. Warte mal, ich esse mal gerade das Hundefutter. Bin ich sicher? Bin ich sicher? Bin ich sicher? Ich bin sicher. Ach, scheiße, ich habe außerdem das Verbandsding da genommen. Mist. Hab ich gerade gar nicht gemerkt. Peinlich. So.
So, dann ist eh wieder abgeschlossen. Natürlich. Warum auch immer das nicht mehr geht. So, Waffe in der Hand halten. Ja, das ist das Kino, oder? Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Ah, ich bin infiziert, du Mistvieh. Das war so klar. Gegen 20.000 Zombies gekämpft, weißt du, aber du infizierst mich. Scheißvieh. Vor allem die Infektion sorgt dafür, dass man schneller Hunger bekommt. Das ist immer wieder genau das Gegenteil, was wir eigentlich wollen. Weil wir schon eh so Essensprobleme haben. Mist. Wenn wir da mal drüber gucken, sehen wir eindeutig einen grünen Wald. Das heißt, da könnten andere Hütten sein. Das ist doch nice. Wieder Hundefutter. Sehr schön. Jetzt bin ich echt nicht mehr wählerisch. Das ist mir auch egal. Komm, wir schwimmen hier einfach rüber. Scheiß auf die Brücke. Oh, meine Ausdauer ist komplett weg. Auch nicht schlecht. Hier, komm, komm, Kollege, komm rüber. Los. Okay, gucken wir mal auf die Karte. Wie weit sind wir weg? Ja, ja. Ich glaube, hier waren wir, ne? Hier. Ja, das geht. Da hat noch ein bisschen Luft nach oben, also noch ein bisschen rumgammeln können wir hier. Ein bisschen rumgucken, so im Endeffekt. Nehmen wir die kleinen Steine hier mit. Dann können wir es nämlich gut ausrüsten in der Zwischenzeit, wenn wir die Nacht in der Hütte verbringen müssen. Komm. Irgendwo wird man doch hier was finden können. Das wäre so schön, worüber ich mich mal freuen könnte. Aha, hier ist schon wieder so ein Vogelnest. Mit Eiern drin. Gut, ich habe die anderen jetzt nicht mitgenommen, aber die kann ich halt mal mitnehmen. Ah, hätte schon längst dieses vergammelte Buch mal aufmachen sollen. Ne? Schlecht, Master. Schlecht, schlecht, schlecht. Hast einfach nur noch schlicht gemacht. Sieht aus wie ein Bär von hinten, dieser Stein hier gerade. Aber alles okay. So. Ich sehe hier schon mal keine einzige Hütte. Das ist doch, oder? Bin mir gerade nicht sicher, baut sich da hinten was auf? Ja, nein, vielleicht? Jein. Könnte was sein. Könnte. Moment. Oh, wir könnten uns auch für Zutaten für einen Tee besorgen, ne? Diese Pflanzen hier, aber naja. Nee, scheiße, das ist immer noch kaputtes Gebiet. Da wurden wir gerade ein bisschen verarscht. Schlecht. Aber okay, noch ist ja hier genug Fläche zum Suchen. Ist ja nicht so, als ob das jetzt hier so richtig klein wäre. Aha, ein Rucksack. Schön. Hundefutter. Oh, Alter, eine richtige Rüstung. Was ist das denn? Das ist ja mal nice. Wo soll das hin, verdammt? Aha, Torso. Schulterschutz ist das also. Okay. Was ist mit der Hose? Habe ich auch noch nicht probiert. Ach so, das sind die Dinger. Okay, dann nehme ich die Hose mal mit. Es kann nicht schaden, ein bisschen Schutz zu haben. Also beziehungsweise, wenn das eine Ding kaputt ist, habe ich wenigstens noch einen Ersatz oder so. Das stelle ich mir zumindest gut vor. Oder klug. Boah, schönes Gebiet, ne? Es ist ja natürlich auch clever, wenn man direkt auf dem Wasser hier so ein Gebäude bauen würde. Da würden die ja auch einen auch nicht verfolgen im Wasser. Also sie könnten einen schon verfolgen, aber sie machen es halt eher weniger. Nicht runterfallen, bitte. Okay, vielleicht seit dem neuesten Patch machen sie es schon. Das weiß ich leider auch nicht. Also wie gesagt, ich bin da recht unerfahren gerade mit dem Patch. Das würde man dann wohl eher Berufsrisiko nennen. Wenn ich das probieren würde, am Ende kommen sie doch alle rüber. Und kesseln uns ein, das wäre nicht so geil. Boah, hier ist ja nichts, Mann. Hier ist ja gar nichts. Das nenne ich mal richtig random. Hier ist ja echt null. Und ich habe schön gehofft, dass wir hier tolle Gebäude finden könnten. Wo man sich vielleicht auch mal niederlassen kann, aber nein. Da wurde ich wohl stark enttäuscht. Weißt du, so eine zweite Zwischenbasis wäre doch mal nicht schlecht gewesen. Oh, warte mal, die Eier noch mitnehmen. Sehr schön. Gut, gut, gut.
Dafür haben wir ein Riesengebiet mit kaputten Dingsbums. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll, ehrlich gesagt, das Gebiet. Apokalyptisches Gebiet. Aber so schön mit so ganz vielen Häusern und so tollen Sachen drinne. Naja. Das haben wir nicht. Außer jetzt natürlich hier die Spitzhacke, die wir gefunden haben und so, war schon ganz geil. Das war schon ein Freudenmoment. War aber auch schon das Maximale an Freude irgendwo. Das ist halt das Risiko, wenn man wirklich so eine random generierte Welt macht. Da hat man schon echt manchmal... Oder man kann da echt Pech haben. Zum Beispiel, wir haben jetzt hier riesengroßes, geiles Wasser. Sieht richtig Hammer aus, aber... Was bringt es uns am Ende? Gar nichts. Und das ist ja auch doof. Deswegen würde ich sagen, wir laufen jetzt einfach wieder mal zurück. Weil hier jetzt noch durch die Gegend wandern, das bringt uns auch nicht viel. Oh, hier ist noch eine Krankenschwester. Komm her! Karate, Baby, Karate! Ja, Bandagen sind gut. Aber was mache ich denn dafür weg? Alter. Träum weiter, Mädel, träum weiter. So. Öl brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Bandagen liegen auf dem Boden, ne? Mist. Was könnte ich denn dafür jetzt schnell wegmachen? Tja. Die Dosen? Nein. Ach komm. Hab ich das Zeug jetzt aufgehoben? Ja, hab ich. Simple Bandagen mit Aloe Vera werden es richtig gute Bandagen. Sehr wertvoll. Vor allem, wenn man hier so schwer Tücher und sowas findet. Hat das schon Vorteile, diese Bandage? Da hinten könnte man das Reh abschießen, aber das wird uns auch nicht viel bringen. Da würden wir eher von 1000 Zombies verfolgt werden. Das wäre auch nicht so geil. Naja, komm. Wir haben jetzt 17:42 Uhr. Wir sollten gucken, dass wir langsam wieder nach Hause kommen. Alles andere wäre jetzt hier nur noch Selbstmord irgendwo. Eine Nacht werden wir schon irgendwie rumkriegen. Ein bisschen Essen haben wir ja. Dann wandern wir einfach mal in die andere Richtung am nächsten Tag oder so. Mal gucken. Vielleicht könnten wir nachts sogar schon an unserer Brücke bauen. Wir müssen halt aufpassen, ne? Soweit ich weiß, ist es ja noch mit dem... Na, wie heißt das? Ja, es ist halt realistischer gehalten, weil man jetzt nicht einfach wie in Minecraft so quer gerade ausbauen kann, sondern man muss schon irgendwie so Stützpfeiler und so einen Mist machen. Jetzt ist halt die Frage, ob das wirklich klappt, wie wir das uns so vorstellen, oder wie ich es mir vorstelle. Das glaube ich nämlich mal kaum. Huch, Mist. Ich glaube, Schwimmen verbraucht viel Ausdauer, oder? Ja, geht schon recht gut runter, aber okay, ich bin auch schnell geschwommen. Oh, waren die Wassertropfen-Effekte schon immer drauf? Cool. So, hier haben wir noch ein bisschen was an Steinen. Wenigstens haben wir 18 Eier, also damit kann man schon wenigstens mal was anfangen. Das ist gut. Das ist ganz okay, sagen wir es mal auf jeden Fall so. Also in der anderen Runde hatten wir richtig viel zu essen, ne? Aber das war halt auch typisch ganz normale Welt. Da ist es ja klar, hier ist es halt richtig schwer. Weil hier kann man zwar richtig krasse Gebäude finden, aber man kann halt auch gar nichts finden, ne? Wie wir gerade im Endeffekt die Probleme mit Lebensmitteln haben. Was schwimmt denn da? Ist das ein Schwein? Bilde ich mir das jetzt gerade ein oder schwimmt da unten ein Schwein im Wasser? Ich gucke nochmal. Luki. Na komm, geh runter. Ja, da schwimmt ein Schwein und da läuft ein Zombie. Okay. Hat schon was mit Betrug zu tun. Die Sau. Ist eine Krankenschwester, oder? Nee. Gut, dann brauchen wir dich nicht. Ja, mach du ruhig den Stress. Oh, da hinten ist ein Rucksack. Rucksack. Das ist schön. Hoffentlich haben wir genug Zeit. Naja, glaube ich kaum. Voll Dosen drin, weißt du. Das Einzige, was man natürlich mit sich rumschleppt vor der Apokalypse, sind Dosen. Ist ja klar. Das ist genau meine Rede. Dosen und Pfandflaschen. Alles andere braucht man gar nicht im Leben. Damit kann ich überleben. Oh, was haben wir hier? Ach, Mist, das Wasser. Ich dachte gerade, das ist so ein Sportsack gewesen, aber naja. Ja, gut, schon mal wieder gnadenlos enttäuscht. So, hier noch die Steine mitnehmen. Logisch, ja, damit. Okay, hier findet man jetzt auch nichts mehr. Brauche ich wohl gar nicht suchen oder gucken. Ist das eine Straße? Tatsache.
Das ist gut. Da sehen wir wenigstens auf der Karte, dass hier eine Straße wäre. Ja, eine Straße kann was Gutes heißen. Aha, da waren wir gewesen. Da ist diese Straße dahin. Okay. Na, da können wir den Straßenweg eigentlich schon fast zurücklaufen. Das ist ja auch mal ganz nice. So, wir essen gerade mal nochmal was. Geht es beim Laufen? Logisch geht es beim Laufen. So, Nummer 1. Eins essen wir noch. Dann trinken wir noch das letzte Ding hier aus. Und bis wir zu Hause sind, dürfte das reichen. Oder kann ich noch neue herstellen? Moment, Crafting. Ja, 3 Stück zwar nur, aber naja. Besser als gar nichts. Hauptsache, man kommt damit ein bisschen nach Hause. Schade, dass es hier keine tolle Abzweigung gibt in irgendeine andere Riesenstadt. Naja, eine Keule brauchst du jetzt nicht unbedingt. Das ist jetzt nichts für mich. Kann man das plündern? Nee, okay. Oh, oh, Freunde, 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 das ist schlecht. Was macht denn hier so cool Geräusche? Das ist ein Schwein, oder? Ich glaube, irgendjemand versucht gerade ein Schwein zu töten oder irgendwas. Das arme Schwein hier. So, da ist auch wieder nichts drin. Mist. Komm schon. Das ist unglaublich, also... Da ist echt noch die große Schwäche von diesen... Ach, guck mal hier, das habe ich auch noch nicht gesehen. 6 Stück. Auch wenn uns jetzt die Zombies wie Verrückte verfolgen, das nehme ich mit. Das nehme ich mit, meine Lieben. Guck mal hier, wie sie auf einmal alles spawnen. Habt ihr das gesehen? Die waren vorher gar nicht da. Da habe ich mir das eingebildet. Aber dass man einfach ein überfahrenes Häschen findet, ist schon sehr interessant gemacht. Da hätte ich die anderen Dinge auch mal mitnehmen sollen, ne? Aber da hätte ich jetzt bis jetzt voll den Stress gehabt. So, was sagt denn die Karte? Ja, dass ich in die falsche Richtung laufe. Das sagt die Karte. Verdammt. Moment. Hier müsste ich abkürzen. Gut. Ach, da müsste ich quer übers Wasser. Das geht ja auch nicht. Das geht doch nicht. Gut, das lassen wir dann mal bleiben. Vielleicht kriegen wir noch einen Hasen tot. Ich habe da gerade einen rumlaufen sehen. Irgendwo. Das habe ich schon wieder längst aus den Augen verloren. Egal. Der wollte halt nicht. Aber okay, wer will auch schon freiwillig sterben? Können wir noch ein paar Eier mitnehmen? Nein, gut. Ist gemerkt. Na komm, Steini, Steini! Komm her, du. Du Kleinstein. Okay. Ich muss mal gerade diese Yucca-Juice-Saft trinken. Sehr schön. Und schon haben wir wieder ein bisschen Ausdauer. Also falls es hart auf hart kommt, kann ich wenigstens rennen. Das ist ja auch mal ein schöner Vorteil. So, hier ist noch ein Müllsack. Was da drin? Alter. Die Leute werfen viel zu viel Dosen weg. Und viel zu wenig Kettensägen und so ein Kram. Das finde ich ja mal ein starkes, negatives Ding hier, du. Halt die Fresse. Watch. Ja, ich müffel. Ich weiß. Ich rieche gut. Nach verwesendem Fleisch. Lecker. Das ist doch für jeden gut geeignet. Naja gut, Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, in der nächsten Folge sorgen wir dafür, dass wir mal wieder nach Hause kommen, bevor die scheiß Nacht einbricht. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.